So, heute soll es mal darum gehen, welche Komponenten wir miteinander kombinieren können, die alle hier vor uns liegen, um den XU7JP4 ein bisschen flotter zu machen. Das sind alles Sachen, die frei auf dem Markt verfügbar sind, sprich wir bekommen diese bei eBay über Kleinanzeigen oder andere Quellen, zum Teil auch auf dem Schrottplatz. Da muss man natürlich ein bisschen suchen, um überhaupt noch mit Xantia oder einen Peugeot 406 zu finden. So, und folgendermaßen habe ich das Ganze jetzt zusammengestellt. Wir nennen das Ganze mal einfach Stage 1. Würde unterm Strich eventuell 80 Euro kosten, wenn überhaupt. Die meisten Teile sind wirklich extrem günstig und machen sich aber nach dem Einbau schon bemerkbar. Wir gehen diesmal auch ein wenig auf die Steuergeräte ein, weil auch da stehen uns noch andere Steuergeräte zur Verfügung, die auch am Kabelbaum des XU7JP4 passen. Dazu aber später mehr. Also wir haben jetzt hier unsere sogenannte erste Ausbaustufe liegen, die noch mit relativ vielen originalen Komponenten machbar ist. Da müsst ihr nicht groß was dazu kaufen, also alles, was hier liegt, müsst ihr nicht kaufen, sondern das habt ihr im originalen XU7JP4 schon drin. Sprich, die originale Ansaugbrücke, die Nockenwellenräder bis zu einem gewissen Baujahr, die verstellbaren, die brauchen wir, das ist wichtig. Das originale Steuergerät vom XU7JP4, die originale Einspritzleiste und die dazugehörigen Düsen. Und auch da gibt es Unterschiede. Von meinem zum Beispiel sind es welche von Sagem. Das sind 135er Düsen, die reichen aber für das, was wir hier liegen haben, reichen die aus. Und jetzt kommen wir zu den Sachen, die wir dazu kaufen sollten für diese sogenannte erste Ausbaustufe Stage 1. Das wäre die etwas größere oder die große Drosselklappe vom 2 Liter. Das wäre die Einlassnockenwelle vom XO7J4R. Und damit war es das schon. Mehr müssen wir gar nicht dazu kaufen, das reicht aus. Beim Thema Ansaugbrücke hatten wir ja schon etwas gezeigt in einem Video, dass wir die etwas größer machen müssen, damit wir auf dieses Maß kommen. Dann können wir diese verwenden. Ihr könnt auch die originale Drosselklappe weiterhin fahren. Also ihr müsst das nicht machen, aber die sind so spottbillig und das Aufräsen ist relativ schnell gemacht. Meine Empfehlung, besorgt euch diese Drosselklappe auf jeden Fall. In Verbindung mit dieser Nockenwelle macht sie das schon deutlich bemerkbar. Das Ganze funktioniert natürlich nur bis zu einem gewissen Grad mit dem originalen Steuergerät und mit den originalen Einspritzdüsen. Da wir aber mit dieser Nockenwelle noch relativ wenig Hub fahren und die Öffnungszeit auch sehr gering ist, könnt ihr das mit der originalen Elektronik fahren. Da müsst ihr noch nichts verändern. Da wird sich die Motorkontrollleuchte nicht melden, die Lambda-Sonde wird sich nicht melden. Das bekommt die Originalelektronik noch geregelt. Da gibt es kein Problem. Also wie folgt. Wir behalten also die originale Ansaugbrücke, fräsen diese auf, besorgen uns vom 2 Liter die Drosselklappe. Die Auslassnockenwelle bleibt in dem Fall dieselbe. Das ist die Nockenwelle mit der Nummer 2. Wir nehmen die Einlassnockenwelle vom 2 Liter 16V, in dem Fall die Nummer 3. Einspritzleiste bleibt original, Einspritzdüsen bleiben original, Steuergerät bleibt original. Wir wollen auf jeden Fall dieses Nockenwellenrad an die Nockenwellen montieren, damit wir den OT-Punkt besser einstellen können, also den Hub in OT. So, beim Hub im OT, was wir durch dieses Nockenwellenrad einstellen können, würde ich euch empfehlen, einlassseitig 0,5 mm, auslassseitig 0,4. Das reicht völlig aus. Wir haben einen besseren Spülvorgang oder Spüleffekt des Zylinders, gerade bei hohen Drehzahlen. Nicht übertreiben mit dem Überschneiden, da unsere Nockenwelle ja insgesamt weniger Öffnungszeit haben. Und alles, was wir im OT mehr an Ventilhub geben, klauen wir quasi insgesamt an der Öffnungszeit. So, das wäre also meine persönliche erste Ausbaustufe, ist mit einem relativ geringen finanziellen Aufwand zu machen. Bringt aber schon einen deutlichen Effekt. Und wie gesagt, ihr braucht nicht viele Teile, maximal die Drosselklappe, das Aufräsen nicht vergessen und die Einlassnockenwelle. Und dann ist das Thema durch. Das war's zur ersten Ausbaustufe. Wir gucken uns gleich nochmal die zweite, also meine persönliche zweite Ausbaustufe an. Da müssen wir schon ein paar mehr Sachen kaufen, aber auch das ist alles finanziell im Rahmen und sollte sich soweit jeder leisten können, wenn er denn an die Teile kommt. Jetzt sehen wir die zweite Ausbaustufe. Wir fahren immer noch mit derselben Ansaugbrücke, die, wie wir wissen, aufgefräst ist, mit der Drosselklappe vom 2 Liter, die Auslassnockenwelle vom XU7JP4, Einlassnockenwelle vom XU10J4R und jetzt brauchen wir nämlich auch die Einspritzleiste vom XU10J4R mit den dazugehörigen Düsen, die dann im Übrigen so aussehen, sind in dem Fall von Bosch und sind 155er Düsen. Also die können schon ein wenig mehr. Und das Steuergerät vom XU10J4R vom 2 Liter 16V. Wie gesagt, auf die gehen wir nachher nochmal näher ein, weil man da baujahrabhängig gucken muss, welches Steuergerät tatsächlich passt oder welcher Datenstand zum Kabelbaum auch vor allem passt. Und natürlich das verstellbare Nockenwellenrad, sowohl auslassseitig als auch einlassseitig. Und auch die Steuerzeiten würde ich genauso einstellen wie bei der ersten Variante. Auslassseitig 0,4 und einlassseitig 0,5. Mehr würde ich Ihnen da auch nicht geben. Ihr müsst also quasi nur zur ersten Variante das Steuergerät dazu kaufen. Was es gibt, wichtig ist, es muss freigeschaltet sein. Nicht, dass euch die Wegfahrsperre daran hindert, dass das Ganze funktioniert. Ihr braucht die Einspritzleiste und die dazugehörigen Düsen. Unterm Strich würde das eventuell auch nochmal 50 bis 100 Euro kosten, wenn überhaupt. Wie gesagt, wichtig ist, freigeschaltet. Und bei den Düsen müsst ihr auch auf ein bisschen was achten, aber auch dazu mehr, wenn wir auf die Elektronik insgesamt eingehen. Ja, das ist so meine persönliche Ausbaustufe 2. Fuhr sich sehr gut, war natürlich nicht so ein großer Sprung wie beim ersten Umbau, macht sich aber trotzdem bemerkbar. Vor allen Dingen haben wir dann die Möglichkeit, sobald wir diese Komponenten haben, also Steuergerät und Einspritzleiste, Einspritzventile, in die nächste Variante zu gehen, in Variante 3, die auch mit relativ wenig Geld zu machen ist, die ich auch gerade verbaue, um zu gucken, wie verhält sich das Ganze, bringt es gegebenenfalls wieder mehr Leistung oder ist nur ein bisschen was zu spüren, aber das sehen wir eben erst später, wenn alles verbaut ist. Ich würde jetzt einmal nochmal die dritte Variante aufbauen, dass wir das auch nochmal vergleichen können mit den Varianten zuvor. Jetzt sehen wir meine persönliche dritte Ausbauvariante, wo schon allerhand gewechselt wurde unterm Strich. Wir fahren jetzt die große Ansaugbrücke vom 2 Liter 16V, aufgefräst. Wir erinnern uns, das Maß hat nicht gepasst, mit der 2 Liter Drosselklappe. Wir fahren die Auslassnockenwelle vom XU10J4R, fahren die Einlassnockenwelle vom XU10J4RS, Einspritzleiste vom XU10J4R, die dazugehörigen Düsen und natürlich das Steuergerät sowie das einstellbare Nockenwellenrad. Was ich jetzt schon ausprobiert habe, ist, dass die Platte für das Nockenwellenrad von der 1,8er Einlassnockenwelle auch bei der XU10J4RS Nockenwelle passt und der Absteckpunkt ist identisch. Also die könnt ihr verwenden, damit ihr auch das einstellbare Nockenwellenrad letztendlich fahren könnt. Da wir jetzt die etwas größere Ansaugbrücke fahren, haben wir natürlich auch ein bisschen mehr Luft und dementsprechend können wir auch ein bisschen mehr mit dem Hub im OT der Ventile spielen oder variieren. Auslassseitig habe ich jetzt einen Hub von 1 mm eingestellt. Auslassseitig wie vorgesehen beim Original auch 1,1 mm Hub im OT. Die will ich auch erstmal beibehalten, gegebenenfalls verändern, um zu gucken, ob sich was im Leerlauf bzw. in den hohen Drehzahlen verändert, ob das nochmal ein bisschen mehr Leistung gibt. Ansonsten bleibt alles so, wie es ist. Steuergerät von 2 Liter Düsen, die brauchen wir in jedem Fall jetzt, weil wir auch deutlich mehr Luft haben, um überhaupt einen gewissen oder einen guten Füllungsgrad zu erreichen. Nochmal zum Thema Nockenwelle vom XU10J4RS. Der Hub von 1 cm oder 10 mm ist gewährleistet, sprich die Ventilfeder hat genug Reserve und beim Durchdrehen der Nockenwelle geht diese nicht auf Block. Das habe ich schon ausprobiert, also das passt. Bautechnisch müssen sie identisch sein, also wenigstens von den Abmessungen her gegebenenfalls nicht von den Kräften, die sie aufnehmen können. Aber auch das werde ich nochmal recherchieren, gegebenenfalls nochmal nachreichen. So, bevor wir eben nochmal die vierte Variante aufbauen, möchte ich nochmal dazu sagen, dass diese Varianten alle mit dem Seriengusskrümmer gefahren werden können. Also den braucht ihr nicht tauschen, den könnt ihr noch lassen. Den könnt ihr wahrscheinlich auch bei der vierten Variante lassen. Da ich da noch keine Erfahrungswerte habe, kann ich da noch nicht viel zu sagen. Wird aber in der vierten Variante geändert. Und dazu kommen wir jetzt. Das wäre jetzt also die vierte Variante. Und jetzt sind wir so weit, dass wir am Zylinderkopf quasi alles getauscht haben, was mit der Ansaugung zu tun hat. Ihr seht schon, jetzt ist nämlich der Fächerkrümmer vom XO10J4RS dazugekommen. Der passt auch an den Zylinderkopf des XU7JP4. Lediglich der Abgang ist ein bisschen anders. Den muss man gegebenenfalls hier am Ende verändern. Die Spritzwand vom Xantia ist ein wenig anders wie im Xara oder im Peugeot 306. Das passt nicht. Da bin ich aber dran und werde euch dann das Ergebnis zeigen, wie das dann aussehen könnte. Was noch dazu kommt, wäre dann auch auslassseitig die Nockenwelle vom XU10J4RS. Und den Rest der Komponenten kennt ihr schon, den haben wir gerade vorgestellt. Sprich, es würde noch der Krümmer dazukommen und die Auslassnockenwelle vom XU10J4RS. Und dann wäre unsere vierte Phase vollständig. Die habe ich so noch nicht zusammengebaut. Weil ich jetzt erstmal die dritte Phase ausprobieren wollte, gegebenenfalls auch messen wollte, was es an Leistung bringt, um dann nochmal den Unterschied tatsächlich auch in Zahlen mal zu sehen, sprich auf dem Prüfstand zwischen Phase 3 und Phase 4 gibt es da PS-mäßig noch einen Unterschied oder drehmomenttechnisch noch einen Unterschied. Das wird im Laufe des Jahres passieren und würde ich ein separates Video zu drehen. So, das war's. Erstmal zu dem Thema Phase 4. Ist ja noch alles relativ hypothetisch. Ob das am Ende funktioniert, wir werden es sehen. Jetzt gehen wir aber nochmal mehr auf die Steuergeräte-Geschichte ein und die Einspritzdüsen. Das ist auch so ein kleines Thema für sich. Da passt nicht alles so untereinander zusammen. Da sind wir so ein bisschen baujahrabhängig und eben datenstandabhängig. Und darum kümmern wir uns jetzt. So, jetzt geht es um das Thema Steuerung. Andere würden sagen Chiptuning, aber in dem Fall ist es ja kein Chiptuning, weil wir ja ganze Bauelemente tauschen und nicht nur den EEPROM, wo die jeweiligen Steuerzeiten, Einspritzzeiten etc. pp. gespeichert sind, sondern wir tauschen die gesamte Steuereinheit. Und unsere Ausgangsbasis ist das Einspritzsystem vom XO7JP4. Das ist ein Bosch Steuergerät und hat den Datenstand MP5.1.1. Also wenn ihr Bosch bei Google eingeben würdet oder sucht und diese Nummer dahinter, dann würdet ihr dieses Steuergerät finden. Und das ist das vom XU7JP4. Und dieses Steuergerät ist aus einem 96er Xantia, also von einem 96er XU7JP4. Ist es nochmal eingraviert. Und darauf solltet ihr achten, wenn ihr die tauscht, dass ihr den gleichen Datenstand habt. So, um möglichst das gleiche Baujahr. Sonst wird es nicht funktionieren. Und ganz wichtig ist auch, wenn ihr euch das neue Steuergerät besorgt, es muss freigeschaltet sein. Das ging ja bei dem alten Tastenfelder noch relativ einfach. Bei den neueren muss dann die Wegfahrsperre deaktiviert werden. Und die Mittel hat ja nicht jeder, deswegen bin ich ganz glücklich, dass ich noch die alte Variante habe. Da geht es deutlich einfacher. Und das wäre jetzt das neue Steuergerät, was ihr euch besorgen müsstet, was definitiv dann auch an denselben Kabelbaum passt, auch mit dem Datenstand MP5.1.1 und hier auch nochmal die Nummer dazu, und wenn ihr die wieder sucht, dann werdet ihr dieses Steuergerät auch finden. Diese Steuergeräte sind relativ günstig am Markt zu haben, wie gesagt, darauf achten. Dieses ist jetzt von 95, ist aber kompatibel. Ab 95 gab es ja diesen Motor erst. Und das ist also ein Steuergerät aus der ersten Generation und ist kompatibel mit den Kabelbäumen aus einem 96er Xantia oder eines 96er XU7JP4. Das könnt ihr euch aussuchen. Jetzt zu den Sachen, die nicht passen oder nicht kompatibel untereinander sind. Ihr könnt das neue Steuergerät nicht mit den alten Düsen fahren. Das wird nicht funktionieren. Diese Düsen werden nicht korrekt angesteuert und spritzen nicht ein. Zumal sollte auch in dem Fall klar sein, weil die alten Düsen von Sagem sind, warum auch immer die von Sagem sind, aber die passen tatsächlich nur zu dem Steuergerät des XU7JP4. Und andersrum genau dasselbe Spiel. Wenn ihr euch also nur die Düsen besorgt, die in dem Fall von Bosch sind, und wollt die mit dem alten Steuergerät laufen lassen, wird das nicht funktionieren. Die Düsen werden nicht richtig angesteuert. Also ihr müsst das Steuergerät vom 2 Liter 16V und die Düsen kombinieren. Ansonsten wird das nicht laufen. Worauf noch zu achten ist, wenn ihr die neuen alten Düsen bekommt, dann achtet darauf, wie sehen die aus, haben die grundsätzlich schon ein paar Macken, und gegebenenfalls, oder was ich empfehlen würde, lasst sie reinigen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, sie selber zu reinigen, dann macht das vorab. Ich habe das nämlich auch nicht gemacht, in der guten Hoffnung, die werden schon funktionieren, habe alles zusammengebaut und hat nicht eingespritzt. Und bis der Fehler dann gefunden war, und der war tatsächlich, alle 4 Düsen waren verklebt, war es ein weiter Weg, und deswegen erspart euch das. Reinigt sie vorher oder lasst sie reinigen oder testet sie wenigstens vorher, dass sie klicken. Das kann ich euch eben gleich mal zeigen, wie man das macht. Dann könnt ihr schon mal davon ausgehen, dass sie überhaupt funktionieren. Wenn sie nicht klicken, dann bitte reinigen. Wenn das nichts mehr bringt, dann eben neu kaufen. So, zum Thema Düsen testen gibt es 1000 Videos bei YouTube, wie man das machen kann, und da habe ich mir das auch abgeguckt. Nehmt euch einfach alten Stecker, eine 9 Volt Batterie, ne, so zusammenklemmen, und dann hört man das auch schon. Diese funktionieren jetzt. Wie gesagt, die waren verklebt, und da haben sie... das nicht gemacht, und das war natürlich fatal, aber da muss man erstmal drauf kommen. So, das soll es erstmal gewesen sein. Ich muss natürlich die Komponenten wieder einbauen, und dann wollen wir am Ende mal gucken, was dabei rauskommt, ob da tatsächlich noch ein bisschen Leistung schlummert und man gegebenenfalls tatsächlich mit Serienteilen nochmal ein bisschen mehr rausholen kann, ohne dass es finanziell gleich richtig weh tut, weil Saugertuning ist nun mal etwas teurer und kostet eben ein bisschen mehr Geld. Und dazu soll es dann aber im zweiten Teil weitergehen. Also, danke fürs Zugucken.